Hier präsentieren wir die 5 besten Motorhaken-Tests. Lasst uns mit der Liste beginnen. Beginn unsere Liste unter Nummer 5. Fuchstick AF 200 Ackerfräse. Die Fuchstick Ackerfräse ist ein besonders robustes und stabiles Gartengerät. Ihr qualitativ hochwertiger Stahlrahmen macht sie dabei auch für unwegsames Gelände einsatzfähig. Mit ihrem extrem leistungsstarken Motor kann sie besonders harte Böden und weitläufige Flächen schnell und einfach fräsen. Die Fuchstick Ackerfräse ist ein Modell des Typs mutterbetriebene Gartenfräse. Somit ist sie für alle Bodentypen geeignet und lockert diese schnell und einfach auf. Sie kann außerdem Grasnarben öffnen. Dabei erbringt sie eine Leistung von 4700 W und ist damit die leistungsstärkste Benzin-Motorhacke in unserem Vergleich. Bei Nummer 4. Einhell Akkubodenhacke. Die Akkubodenhacke GCR30 der Marke Einhell überzeugt vor allem durch die einzigartige Effizienz. Dadurch, dass sie sehr klein ist, ist sie perfekt für den Hobbygärtner gemacht. Jedoch verfügt sie für eine Akkuhacke auch über einiges an Leistung, womit sie auch schwerere Böden bearbeiten kann. Diese Motorhacke wird durch einen langlebigen und robusten Aeomotor betrieben. Mit rund 12 kg ist sie zudem sehr leicht in der Handhabung und perfekt für den heimischen kleinen Garten geeignet. In unserem großen Motorhacken-Ratgeber kannst du nachlesen, wie dieses Gerät funktioniert und welche Vor- und Nachteile es bietet. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Die Hälfte unserer Liste auf Platz 3. Hecht Benzin Gartenfräse. Mit der Hecht 746 Benzin Motorhacke bekommst du einen äußerst kräftigen Helfer für deine Gartenarbeit an die Hand. Dabei bleibt er einfach zu handhaben. Einen besonderen Vorteil bietet seine variable Arbeitsbreite. Außerdem weist er einen angenehm geringen Geräuschpegel auf. Die Hecht 746 Benzin Motorhacke zählt zu den mutterbetriebenen Gartenfräsen. Somit ist sie für alle Bodentypen geeignet und lockert diese schnell und einfach auf. Sie kann außerdem Grasnarben öffnen. Mit ihrem 3800 W starken Antrieb ist sie im Vergleich zu ihren Konkurrenzprodukten in der oberen Hälfte einzuordnen. Kurz vor unserer Liste auf Platz 2. Mantis Benzin Gartenfräse. Die Mantis Benzin Gartenfräse weist ein äußerst geringes Gewicht auf. Damit ist sie besonders einfach zu handhaben als auch zu transportieren. Dadurch bleibt ebenfalls ihre Wendigkeit erhalten, was sie den meisten anderen mutterbetriebenen Bodenhaken voraus hat. Sie bietet dir ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Mantis Benzin Gartenfräse ist eine mutterbetriebene Gartenfräse. Durch ihre geringe Leistungsstärke von 810 W ist sie jedoch besser für mittelharte Böden geeignet. Dafür weist sie jedoch ein Fliegengewicht von 11 kg auf. All die Stärken und Schwächen, die dieser Typ von Bodenfräsen mit sich bringt, kannst du in unserem Ratgeberteil nachlesen. Und kommen in eins unserer Liste. Einhell Elektrobodenhacke. Dieses Gartengerät ist besonders für sein Gewicht und die geringe Größe bekannt. Somit ist die Bodenhacke von Einhell bestens dafür geeignet, kleinere bis mittlere Bodenflächen zu bearbeiten und hat auch wenig Probleme, etwas schwereren Boden umzugraben. Diese Motorhacke von Einhell besitzt einen starken Elektromotor mit einer maximalen Leistung von 1400 Watt. Zudem hat sie ein Artikelgewicht von nur ca. 12 kg und ist somit eine der leichtesten Motorhacken, die es gibt. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke, dass Sie unser Video, für mehr Aktualisierung, abonniere unseren Kanal.